ich muss es so nehmen, wie es ist. Das ist dann die Schwierigkeit. Ein Maler würde jetzt sagen, okay, das ist die Idee, dann male ich es eben so rum. Das geht nicht. Es bringt Vorteile, das ist Fotografieren, bringt aber auch gestalterische Nachteile. Alle Bilder sind Realitäten, ja? Also keines der Bilder ist getürkt. Also nichts von dem, was da ist, ist gemalt. Es ist lediglich in einer besonderen Form fotografiert und mit den klassischen Mitteln der analogen Fotografie auf digitaler Basis nachbearbeitet. Ich kann sie aber zum Beispiel dahin führen, wo dieses Bild gemacht worden ist. Und ich muss gestehen, er hat mich gewarnt. Er hat gesagt, Sie wissen nicht, worauf Sie sich einlassen. Das stimmt, ich habe es nicht gewusst. Aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht bereut. Die Bilder waren im ersten Moment auf mich in vielen Fällen sehr positiv. Ich finde sie immer noch hervorragend künstlerisch gemacht, aber nach der Erklärung sind es Bilder, die ich mir nicht unbedingt mehr in mein Wohnzimmer hängen würde, weil sie natürlich eine Realität darstellen, die ich so im ersten Blick nicht hinter jedem Bild vermutet habe. Ich weiß, das ist der hohe Preis, den ich dafür zahle. Ja. Ich habe auch lange überlegt, ob ich die Ausstellung erläutern soll und ob ich Namen geben soll, weil gestern auch ganz viele gefragt haben, oh, kann man das kaufen, das ist so schön bunt. Und es war mir klar, dass in der Sekunde, wo ich erläutere, worum es geht, hängt sich das keiner mehr ins Wohnzimmer. Aber das ist der Preis, den ich gerne zahle. Und was mir wichtig ist bei dieser Ausstellung, die Botschaft ist für mich, Krieg ist erstmal ein abstraktes Gut, das wir persönlich mit Vorzeichen versehen. Ich verarbeite Eindrücke aus der Zeit. Ja, aber ich mache keine Kriegsfotografie. Dann würde ich klassische Fotografie machen.